hast denn da auf dem Schlagzeug da angefangen? Wie bist du denn zu erkennen? Ich habe einmal einen Kupferschläger im Internet gesehen, der mich voll gestockt hat. Ja? Also 14x8 Patina Ding, komplett hängen geblieben drauf und wollte sowas unbedingt haben. Gibt's natürlich nichts zum Kaufen, weil es halt nicht gerade irgendwie Stangen war oder ein Seriensnäher ist. Ja, ja. Und durch einen Freund, der Lüftungsschwenger ist, ist das irgendwie zustande gekommen, dass man das immer selber probieren einfach. Weil ich meine, Lüftungsräder und Trommeln. Ist nicht so weit auseinander. Jetzt ungefähr dasselbe Prinzip. Ja, okay. Weiß zwar nicht genau, aber den Rest muss ich eh wissen, so auf die Art. Ja, ja. Ja, ich habe es nochmal probiert, experimentiert, viel Spaß dabei gehabt, auch viel gelernt. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich dann mit Trommeln tatsächlich trommelbar geworden sind. Und über Gigs und so haben wir dann andere Schlagzeuge irgendwie Interesse dran gefunden. Und haben mich dann angefragt auf das Affe. So ist das passiert. Also jetzt eher ungewollt, aber. Aha. Und jetzt verkaufst du deine Trommeln auch viel wirklich nach Deutschland und so, oder? Großteils eigentlich. Aha, also wie ist das gekommen? Einfach Internet? Oder? Ja, es war einfach auf dem Radio. Die Anfrage irgendwie eher aus Deutschland. Also Österreicher hat das weniger interessiert. Mittlerweile schon auch, aber es war ein Großteil aus Deutschland irgendwie. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dass Metallkessel mit Holz Verstärkungsringe kombinierst? Das war eigentlich der Schmäh von den Q-Drums aus Los Angeles. Aha, die kennen die. Die bauen die Sachen so und da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben ein Metallkit eben gesehen, ganze Set aus Kupfer. Ja. In der Art und Weise hat mich auch interessiert, wie das klingt, weil den Rest aus Schlagzeug erkennt man ja ungefähr. Die Soundcharakteristiken oder die Eigenschaften. Holz und Metall waren mir komplett fremd. Ja, und war dann was Fremdes, reizt natürlich. Ja, ich finde die Idee einfach super, weil du hast damit die Möglichkeit, dass die Gratung gestaltet wird, was du willst. Und beim Metall selber bist du immer ein bisschen eingeschränkt, was die Gratung betrifft. Also, du machst jetzt super dicke Kessel. Du kannst schon auf Metall direkt auch walzen, aber egal wie eng man das walzt, man bringt nie eine scharfe 45 Grad Gratung zum Beispiel zusammen. Ja. Also scharf wird es nie, weil immer das Metall einfach umgebogen wird. Mhm. Das ist bei einer Holzfräsung einfach schon einfach, weil du bringst dir da richtig spitze Sachen zusammen. Mhm. Oder komplett rund, also du kannst da wirklich denken, was du willst. Ja.